Ja, hallo und herzlich willkommen. Ein neues Let's Play von mir, Secret Mario Chronicles. Eine Art Let's Open Source Mario Spiel. Warum kann ich hier nichts eintragen? Egal, wir fangen direkt an hier. Und ja, die eine oder andere Musik wird euch sicher bekannt vorkommen von Mario. Ja, Secret Mario Chronicles ist ein klassisches Jump'n'Run, wo die meisten Gegner getroffen werden können durch Sprung auf den Kopf, aber nicht alle. Du kannst immer speichern, in einem Level brauchst du aber 3000 Punkte und man soll halt, wie bekannt, oft speichern und ja. If you need, wenn du mehr Punkte brauchst, finde die Goldstücke und die geheimen Plätze und los geht's. Ja, ich habe das schon ein bisschen angespielt, damit ich weiß, worum es ungefähr geht. Aber ich bin nicht sehr weit gekommen hier in diesem Spiel. Huch, um ehrlich zu sein. Also ist sozusagen ein Blind-Let's Play, wie man wohl dazu sagen würde. Und alle Ähnlichkeiten mit Mario von Nintendo sind natürlich rein zufällig. Um eine große Lücke zu überspringen, drücke den Laufen, Rennen, die Rennentaste ganze Zeit und springe am letzten Moment, wenn du den Sprung abbrechen willst, löse den Sprung-Button zeitig oder sowas in der Art. Ja, wir haben 3 Leben hier und bei jeder 100. Münze gibt es ein neues Leben dazu. Es gibt natürlich auch wieder diese Röhren. Huch. Ist mir da drunter gefallen. Und diese Drehblöcke gibt es auch. Und hier diese aus den Röhren, diese komischen Viecher und die... Das war jetzt dumm. Und diese Schildkröten. Und jetzt haben wir uns hier ein kleines Ei gelegt. Nee, oder auch nicht. Das war jetzt Glück gehabt. Glück gewesen. Und hier eine Röhre gibt's. Wir gehen aber mal in die Röhre hier rein. Das dürfte schon eine Bonusrunde sein, sag ich mal. Also wenn man es Bonusrunde nennen kann. Ja, das war das erste Level. Wir speichern auch direkt mal. Und gehen ins zweite Level. Vorher nehme ich einen kleinen Schluck hier aus meiner Kakaotasse. So, Level 2. Ja, die Musik ist natürlich überhaupt nicht ähnlich. Und eine Feuerblume. Das muss ich mal gucken. Wo hatte ich denn hier schießen gehabt? Ach, hier oben. Ich glaube, meine Tastenbelegung hier auf meinem Gamepad ist nicht so ganz optimal, aber... Aber das werden wir trotzdem irgendwie schaffen. Und ein Leben, yippie. Na, das kommen wir nicht hoch. Oder? Ich will das hoch. Los. Also wie gesagt, solange es hier keine Stellen gibt wie bei Kaizo Mario, werden wir hier wahrscheinlich ganz locker flockig. Ja, eine kletterbare Ranke. Ja, das ist das übliche hoch und dann einfach runter. Oh, da hat man gerade Glück gehabt. Na. Hoch und dann einfach abspringen bei Bedarf. Ja, so natürlich nicht. Cool, man kann auch hier rausschießen, das ist ja cool. Los. Aber was hier gut ist, hier gibt es eigentlich scheinbar kein Zeitlimit, weil die Zeit fängt hier bei 0 an. Oh! Was war denn das? Ich hab doch aber...
Egal. Na. Und haben schon einen Pilz. Na gut, weiter geht es. Ach, da ist immer noch dieser Panzer, der so hin und her fegt. Okay, Pfeil. Ach, hier ist wieder so ein... Wow, schnell rüber. Ups, was gibt's hier unten? Ich würde doch gerne mal dort hochgehen wollen. Da gab's offensichtlich was. Oh. Also ich komme... Ups, das war jetzt, ich sag mal... Relativ dumm. Nächster Versuch hier hochzukommen jetzt aber. Ah, ein paar rote Münzen. Also es hat sich schon gelohnt. Rote Münzen bringen offensichtlich fünf Zusatzmünzen, sag ich mal. Und jetzt sind wir hier abgeräumt. Und da ist das Ziel. Aber hinten geht es noch weiter. Das ist ja sehr interessant. Gibt es hier irgendwie vielleicht so eine Art Geheimausgang? Das sieht schon mal sehr... Oh, cool, noch ein paar Münzen. Nehmen wir uns natürlich mit. Oha. Wollen wir dort rüber? Ich glaube schon. Oh, eine Röhre. Okay. Eigentlich wollte ich zu den Münzen, aber naja. Schnell mal gespeichert. Und ins dritte Level... Coole Musik. Gab's die auch schon bei Mario? Weiß ich gerade gar nicht. Oder oh, Klotz sieht so, als würde er runterfallen. Ja, macht er auch. Ich kann das gar nicht hoch, okay. Und wieder ein Leben. Na, das mit diesen hier von den Ranken springen, das habe ich auch noch nie so raus hier. Wie man das am besten macht hier mit meinem tollen Gamepad. Ach so, okay. Und Double Kill. Flower Power. Das geht's nicht rein, offensichtlich. Halt, die Münze, die hätte ich gern mitgenommen. Ob es ja auch sowas wie diese... Oh. Ob es ja auch sowas wie diese, ich sag mal, Blöcke gibt, wo man irgendeinen geheimen, wo man geheime Blöcke aktivieren kann. Oh, was ist denn das? Ist das ein Gegner? Lol. Sehr interessant. Oh. Ein Leben. Ich brauche dich, wo auch immer du runterkommst. Ah, das war jetzt aber dumm. Oh, was macht denn die Kugel da? Das sieht mir sehr gefährlich aus. Oh, die rollt auf mich zu. Uah. Und da sind wir gestorben. Ja, ich finde die Steuerung ist ein bisschen seltsam hier eigentlich von dem Spiel. Das kann auch an meiner Gamepad-Belegung liegen. Aber wir werden auch mal gucken.
Hammer. Ach so, man kommt doch runter, okay. Erst springen und dann. Ah, okay, ich hab's raus, glaube ich. Oh, ist aber knapp jetzt. Dann haben wir wieder ein Leben, dann machen wir das Leben jetzt schon wieder rein. Sehr gut. Geht doch, warum nicht gleich so? Ich glaube, da gab's irgendwie einen Pilz oder so, ne? Könnte das sein? Ja. Halt. Komm her. Ich hab gesagt, du sollst herkommen. Jetzt. Na gut, ich glaube einfach das Leben. Brauchen wir das? Sollte man es jetzt nochmal versuchen zu holen? Ich sage nochmal ja. Wir haben hier diese komische Wolke. Ah, jetzt fliegt die da drüben. Das ist ja blöd. Ah nee, doch nie. Und jetzt... Ach. Schon wieder verkackt. Ey, das ist ja cool. Na gut, Dinosaurier, der immer kleiner wird. Na los, du komm. Pflanze, mach dich rein. Jetzt können wir uns nämlich einmal hier oben ganz dreist die Feuerblume holen. Und hier mal ordentlich reinhalten. Ach, die sind wahrscheinlich unkaputtbar hier. Oh, das war jetzt aber Risiko gerade. Aber wir haben es überlebt. Ausgetrickst. Ah, es war dumm, den hätte ich gebraucht. Ah, egal. So, was ist das jetzt hier? Oh. Okay. Und drüber mit dir. Uff. Na, uiuiuiuiuiui. Jesus Maria, da war gerade eine Feuerblume, da komme ich nicht ran und das will ich auch nicht riskieren. Kann man hier oben rein? Dort oben gibt es irgendwas. Okay, wir gehen erstmal ins Ziel. Und speichern mal ganz schnell. Und machen weiter mit Level Nummer 4. Oh, cooler Sound. Wow, das geht richtig ab. Ich hoffe, ihr hört das. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu leise für euch, die Hintergrundmusik. Ranken hier hoch zu klettern, das ist ja ohne Qual. Irgendwie. Aber man sieht auch nicht direkt, wie man hier in irgendwelche Röhren reinkommt. Oh, was ist denn das? Oh, ich glaube, der Pilz, der war tödlich. Hm, was hätte man sich eigentlich denken können? Was ist denn das hier? Irgendwelche Blöcke? Kann man damit was machen? Nee. Dort unten das Item, das hätte ich gerne. Ein Stern. Ach, der macht mich unbesiegbar. Oh, die Musik, die geht richtig ab, ey. Oh, wow.
Hier unten gab's was? Nee. Ah. Das sah aber jetzt sehr täuschend aus durch die Blume. Um das mal ehrlich zu sagen. Also da haben die sich schon was ausgedacht, ja. Aber wir probieren es einfach nochmal. So, und weiter geht es. Diesmal nehmen wir uns diesen komischen Pilz hier nicht mit, den es hier gab. Also hier noch nicht, sondern irgendwo hier hinten. Mensch, diese Ranken sind eine Zumutung. Oh, das ist doch eine Kacke, ist das. Hier geht das. Warum geht das jetzt nicht? Ich probier's noch normal. Geduld haben. Jetzt sind wir drüber. So, hier war das jetzt und da werden wir jetzt nicht hingehen, sondern werden einfach mal das ignorieren und ja, diesmal springen wir nicht da drunter. Das hätten wir eigentlich hier schon sehen müssen, dass man dort nie runterspringen kann. Aber wir haben es trotzdem gewagt. Aber hier kann man runter. Jetzt gibt es so eine rote Wolke. Wow. Was kommt runter mit dir? Oh, nice. Yeah. Triple kill. Nicht, dass ich dort hoch will. Aus der Richtung komme ich da auch hin und dann nehme ich natürlich den einfacheren Weg. Da gibt es irgendwie auch kaum Röhren, wo man reingehen kann. Das finde ich schon. Reicht das? Auch schön, wenn es ja nochmal sowas wie einen Mittelpunkt gäbe. Das haben die wahrscheinlich auch weggelassen. Jetzt kann man die ganze Stelle hier nochmal neu machen. Das ist doch relativ blöd. Sag ich mal so. Ja, wir kennen das ja jetzt schon und da brauchen wir einfach mal durchziehen. Ach, diese Drecksstelle jetzt hier. Und die haben wir gleich gemeistert. Hier gab es wieder diesen Pilz, da fallen wir nicht nochmal drauf rein. Und Rust und Besiegbarkeit, yeah, go for gold. Also die Musik, die rockt hier richtig, also das gefällt mir, das ist cool. Pilz. Das ist irgendwie die Steuerung. Ist relativ bescheiden, sag ich mal so. Uiuiui. Nein, 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 weg, 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 weg. Bloß weg da. Nur nichts riskieren. Jetzt haben wir es doch geschafft. Die rote Wolke hat bloß 100 gebracht, ist auch mal lahm. Hier gibt es offensichtlich nichts, dann gehen wir einfach weiter. Was kommt die Stelle hier? Können wir da einfach mit einem gepflegten Sprung? Nein, können wir nicht. Okay, wir machen einfach weiter.
Uff, das war aber jetzt Glück gewesen. Eieiei. Vielleicht sollten wir einfach mal im Spiel speichern. Ah, dieser dumme Ranke, Junge. Vielleicht sollten wir einfach mal im Spiel speichern. Dass das uns irgendwie mehr bringt. Aber wir wollen jetzt erstmal den Stern und dann hier unten. Unser Bonus-Item. Yeah. Erwähnte ich bereits, dass die Musik rockt wie Hölle. Hier oben gab es eh nur die Münzen, da ziehen wir auch bloß durch. So, hier an der Stelle speichere ich einfach mal. Und einem anderen Punkt, sag ich mal. Und ja. Ui, was ist hier unten los? Zack, zack, zack. Ein. Uff. Ein Pfeil. Das Ende ist nah. Oder auch nicht. Was auch immer es hier hinten gibt. Es ist hoffentlich nicht unser Tod. Na los, komm, komm, komm. Das haben wir Glück gehabt und ab. Cool, Level geschafft und die ersten 4 Level haben wir geschafft und da sage ich einfach mal, ich speichere schnell und dann tschüss, bis zur nächsten Folge Super Mario Chronicles. Tschüss.